Hallo, liebe Kinder! Schön, dass ihr eingeschaltet habt! Wir begrüßen euch heute schon zur 15. Folge von Musicato. Diesmal zum Thema Gefühle! Genau, und wir sind, wer noch nicht Musicato geguckt hat, Claudia und Zauberer Flitterbus! Ja! Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist! Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist! Wir hacken und wir spitzen, wir bleiben sitzen, wir hacken und wir spielen, wir wollen weitergehen! Wollen wir uns ja Gefühlen widmen, haben wir gesagt. Was sind denn Gefühle, Fidi? Das nennt man auch Emotionen oder Empfindungen. Und dazu gehört sowas wie Freude, Trauer, Wut und Glück. Und diese Empfindungen, die kann man nicht beeinflussen. Die kommen einfach so auf einen zu. Und die können auch körperliche Reaktionen hervorrufen, stimmt's? So wie kalte Hände oder rote Wangen. Ja, und lass uns jetzt mal gemeinsam mit den Kindern den Gefühle-Blues anstimmen. Ich fühle es im Magen. Oh, oi, oi. Ich fühle es im Rücken. Oi, oi. Ich fühle es hier, ich fühle es da. Ich fühle es hier, ich fühle es da. Hier geht es schnell. Ich bin kaputt. Ich fühle es in den Beinen. Oi, oi, oi. Ich fühle es in der Pappe. Oi, oi. Ich fühle es hier, ich fühle es da. Ich fühle es hier, ich fühle es da. Mir geht es gut. Ich bin so froh. So, jetzt schauen wir mal, ob ihr Gefühle am Gesicht erkennen könnt, ja? Ich mach das mal vor. Was könnte das bedeuten? Du hast ganz überrascht ausgesehen. Ja, ich habe mich gewundert und habe gestaunt. Und jetzt was Neues. Ich finde, das sieht so gleichgültig aus, als würde dich das alles gar nicht interessieren. Genau. Also nicht sehr interessiert, wie du sagst. Genau. Und jetzt? Was ist das? Das ist, du bist ganz lustig und du lachst immer so. So, und jetzt das vierte Rätsel noch. Ich glaube, du bist wütend. Genau, wütend ist eine Emotion. Das war unser kleines Gefühle-Quiz. So wie ihr gerade gesehen habt, kann man Gefühle auch von außen erkennen bei dem anderen, indem man die Mimik beachtet und die Körpersprache. Vielleicht auch das, was derjenige sagt. So, und was verkörpern denn eigentlich Gefühle? Unsere inneren Wünsche, die Ziele und die Bedürfnisse, die wir haben. Ja, und die erfolgen direkt als Reaktion oder auch auf eine Situation, die uns gefallen hat oder nicht gefallen hat, die uns wütend gemacht hat, zornig oder fröhlich. So, jetzt wollen wir mal ein Lied mit euch singen. Wir werden immer größer. Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück. Wir werden immer größer, das ist ein Glück. Große bleiben gleich groß oder schrumpfen ein. Wir werden immer größer, ganz von allein. Wir werden immer größer, das wird jedes Schaff. Wir werden immer größer, sogar im Schlaf. Ganz egal, ob's regnet, donnert oder schreit. Wir werden immer größer und auch gescheit. Wir werden immer größer, darin sind wir stur.
Gefühle, die werden vom Gehirn gesteuert. Zum Beispiel, ihr kennt das doch, wenn ihr Geburtstag habt. Oh ja! Dann freut ihr euch immer so sehr und wartet schon Tage und Wochen darauf. Schon nach Weihnachten wartet ihr fast, bis ihr endlich Geburtstag habt, weil ihr euch so freut. Und dieses Gefühl wird auch vom Gehirn ausgelöst. Es erinnert sich nämlich an den letzten Geburtstag und den vorletzten und weiß noch, oh, wie toll das war. Und sowas Schönes erwartet es in diesem Jahr wieder. Und nun lasst uns wieder etwas zusammen singen. Und sogar, das heißt, so groß wie man sich fühlt. Denn man fühlt nicht nur sich traurig oder froh, sondern man kann sich auch größer oder kleiner fühlen, älter oder jünger. Das sind auch die Gefühle. Und die muss man auch ernst nehmen. Man ist so groß, wie man sich fühlt. Kann die anderen um die Kopf. Das nicht so sehen und auch verstehen. Sie sagen, du bist doch so klein. Mensch, wie ich. Hey, das kann denn gar nicht sein. Man ist doch so groß, wie man sich fühlt. Kann die anderen um die Kopf. Das nicht so sehen und auch verstehen. Sophilibus, was meinst du? Was ist denn das schönste Gefühl, was es gibt? Wenn man sich freut und fröhlich ist. Ja, das habe ich gemeint, genau. Das fühlt sich auch ganz warm an, stimmt's, wenn man so voller Freude ist, von innen glüht. Und man fühlt sich dann, wenn man fröhlich ist, auch mutig, ganz mutig und auch stark. So wie vorhin, man ist so groß, wie man sich fühlt. Und man ist auch so stark, wie man sich fühlt. Und da ist es ganz wichtig, dass man fröhlich ist und Freude empfindet. So, und jetzt singen wir ein fröhliches Lied mit euch. Das heißt, ich kann tanzen. Ich kann tanzen, wie der Fisch im Wasser. Bestimmt ganz viel ein, was ihr gerne macht und wo ihr euch drauf freut. Und über sowas singen wir jetzt ein Lied von Rolf Zukowski, das heißt auch Es macht Spaß. Mami, pack die Taschen ein, lass doch mal die Küche sein. Lange hält sich das nicht mehr aus, wieder. Teller, Tassen, Suppentopf, hält doch keiner aus dem Kopf. Und ich glaub, wir müssen mal raus hier. Bin ich gleich draußen, bin ich schon los. Zur Freude, da gehört doch auch eine Äußerung, stimmt's? Eine, die nicht mit gesprochenen Worten vor sich geht, sondern einfach so, stimmt's, Fidibus? Na klar, du meinst. Ja, ich meine das Lachen. Das ist doch eine total eindeutige Freudensbekundung.
Lass uns mal ein Lied vom Lachen singen. Hörst du, wie ich lachen kann? Siehst du, lachen, das fängt an. Wenn ich ganz was lache, holen uns ein Lachen, dann hört sich das so an. Dann hört sich das so an. Hörst du, wie ich kichern kann? Siehst du, kichern, das fängt an. Wenn ich ganz laut kicher unter den Decken, dann hört sich das so an. Dann hört sich das so an. Siehst du, wie ich schmunzeln kann? Siehst du, schmunzeln, das fängt an. Wenn wir alle schmunzeln, kriegt man Grunzen. Das hört sich ja so an, das hört sich ja so an. Und wenn man fröhlich ist und Freude empfindet, dann ist man doch auch lustig, nicht wahr? Dann ist man doch zu Witzen aufgelegt und macht Scherze. Ja, ich habe schon mal einen Witz den Kindern erzählt. Ja, da erinnern die sich bestimmt noch. Das war in der Folge Humor, stimmt's? Hoffentlich haben die Kinder die alle gesehen. Es war auch eine schöne Folge. So, und jetzt wollen wir mal lustig sein mit den Kindern. Ich bin lustig und winke alle zu. Ich bin lustig und winke alle zu. Ich bin lustig und winke alle lustig und winke. Ich bin lustig und winke alle zu. Oh, und jetzt wollen wir noch ein Lied für euch singen, wo man so schön lachen kann. Denn Lachen gehört doch zum Fröhlichsein. Haben wir ja schon mal gesagt. Nur ein Lachen kann uns Menschen glücklich machen. Schau mich an, ich bin froh und schon geht's dir ebenso. So, und man kann nicht nur fröhlich sein und Freude empfinden, man kann auch glücklich sein. Und Glück ist noch was Größeres als eine kurzfristige Freude. Glück ist was länger wirkendes, wo die Freude auch von innen entsteht und die Freude länger nachwirkt. So, und dieses Glück kann ganz verschiedene Ursachen haben. Man kann glücklich sein, weil man in den Zoo gehen kann oder weil der Osterhase kommt oder vielleicht der Weihnachtsmann oder einfach nur, weil man die beste Freundin trifft oder die besten Eltern der Welt besitzt. Ganz viele Gründe gibt es zum Glücklichsein. Und wir singen jetzt das Lied »Wenn ich glücklich bin«. Wenn du glücklich bist, dann klatsche mit der Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche mit der Hand. Zeig mir, wenn du mal bewiesen, wie die Soße Mutter ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche mit der Hand. Gibt so Tage, das kennt ihr bestimmt auch, die können wunderschön sein. Da gelingt einfach alles, alles passt. Man bekommt das schönste Geschenk, trifft die nettesten Leute, isst das leckerste Stück Kuchen oder was auch immer, bekommt eine gute Note in der Schule oder hat Geburtstag vielleicht auch. Und darüber wollen wir was singen. Heute ist der schönste Tag. Das ist ein schöner Tag. Ist das ein schöner Tag?
an diesen Tag. So, und jetzt singen wir noch ein Lied vom Glücklichsein. Denn da fühlt man sich ja ganz gut, ganz toll. Da könnte es nicht schöner sein. Da wollen wir euch jetzt berichten. Vielleicht singt ihr auch mit. So, und jetzt singen wir noch ein Lied vom Glücklichsein. Denn da fühlt man sich ja ganz gut, ganz toll. Da könnte es nicht schöner sein. Da wollen wir euch jetzt berichten. Vielleicht singt ihr auch mit. Ich bin glücklich und reiß die Arme hoch. Ich bin glücklich und reiß die Arme hoch. So, und wenn man so glücklich ist, dann findet man es auch wunderschön, auf der Welt zu sein, stimmt's, Fidi? Oh ja, dann macht einen alles Spaß, wenn man nur Schönes macht und sich freut. Ja, davon singen wir jetzt. Das ist der ganze Tag, das sind die Pausen, das ist schon immer in der Schule so. So ist das also, wenn man glücklich ist. Aber es gibt doch Stimmungen. Guck mal, wie sieht man denn so aus, Fidi? Du siehst traurig aus und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Ja, wenn man traurig ist, dann verzieht man das Gesicht so zu einem Plunsch, dass man ganz, ganz merkwürdig aussieht. Ein bisschen entstellt auch, ne? Und man schnieft und man weint. Aber das hilft einem alles gar nichts. Mit Freude kommt man doch viel weiter. Auch über die schärfsten Klippen kann man springen, wenn man nur froh gemut ist. Aber wir singen jetzt mal ein Lied über die Traurigkeit. Ja, das heißt nämlich auch, wenn ich traurig bin. Und was man macht, wenn man traurig ist, das wird ihr jetzt mal hören. Wenn du traurig bist, dann sagst du doch immer. Wenn du traurig bist, dann sagst du doch immer. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du traurig bist, dann sagst du doch immer. Und wenn man traurig ist, dann breitet sich im Körper auch Angst aus. Und man neigt zur Flucht. Man will vor der vermeintlichen Gefahr entfliehen. Dabei ist vielleicht gar keine Gefahr vorhanden. Aber das ist der Fluchtinstinkt, den der Mensch so in sich hat. Ja, aber auch über traurige Themen hat auch der Komponist Glinka geschrieben, der russische Komponist. Gerade das Nocturne von Glinka aus dem Jahr 1828. Und das ist ein russischer Komponist, der lebte so vor 200 Jahren, ein bisschen mehr. Und er hat sehr schöne Stücke komponiert. Und er hat auch Opern geschrieben, zum Beispiel Ruslan und Ludmilla. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da könnt ihr sicherlich viele Entdeckungen machen und eure Eltern auch. Und jetzt kommt noch ein Lied zur Traurigkeitsthematik. Und zwar ist das »Lass doch den Kopf nicht hängen«. Also, sei nicht so traurig. Komm, werd wieder froh. Lass doch den Kopf nicht hängen. Du bist doch nicht allein. So wie dir geht's auch einmal. Morgen wird's besser sein. Gib dir mal was daneben. Hast du nicht das Glück?
Himmel ist bei uns nicht so gemein. Und hier ist mein schlechtes Wetter. Ist so wie der Tag und Grau. Sing mir ein Lied und male hier den Himmel blau. Hast du mal Langeweile? Scheint alles still zu stehen. Ruf einfach mal beim Freund an. Und er wird schätze gehen. Wir gehen mal nicht. So, und neben der Trauer gibt es auch noch andere Gefühle. Zum Beispiel kennst du dieses. Das kenne ich. Das ist, wenn man auf den Tisch hauen könnte. Stimmt, Claudia? Wenn man sich so geärgert hat, das ist die Wut. Ja, das ist die Wut. Wo man so richtig wütend ist und gar keine klaren Gedanken mehr fassen kann. Wahrscheinlich war es hinterher alles gar nicht so schlimm, aber man hat sich so aufgeregt, so sinnlos aufgeregt, dass man dann ganz geschafft ist hinterher. Stimmt's? Das bringt gar nichts. Da hast du recht. Und jetzt wollen wir mal ein Lied singen, das heißt, ich bin sauer. Ich bin sauer und ich stampfe mit dem Fuß. Ich bin sauer und ich stampfe mit dem Fuß. Ich bin sauer und ich stampfe, ich bin sauer, ich stampfe, ich bin sauer, ich stampfe mit dem Fuß. So, und auch der Komponist aus der Klassik, Ludwig van Beethoven heißt der, lebte so für über 200 Jahren. Der war auch schon mal so wütend. Der kennt das auch, wie ihr, wenn ihr euer Spielzeug zerschlagen wollt. Und er hat das Stück geschrieben, die Wut über den verlorenen Groschen, weil er eben sein Geld verloren hat und er hatte auch nicht so viel Geld. Und da war das umso schlimmer, wenn er etwas von seinem Geld eingebüßt hat. Dann konnte er sich nämlich nichts zu essen kaufen oder seine Miete nicht zahlen. Und daraus wollen wir euch auch mal einen Ausschnitt zeigen. Noch darüber, was passiert, wenn man so richtig wütend ist. Stimmt's, Fidi? Ja, das wollen wir euch noch zeigen. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Zeig mir, wie du bei mir bist, wie das Wasser nur dich. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. So, jetzt haben wir gehört, was passiert, wenn man so richtig wütend ist. Aber jetzt gibt's noch was anderes. Sagst du denn dazu, Fidibus? Mir fallen schon fast die Augen zu. Du wirst bestimmt ganz dolle müde. Und das ist auch ein Gefühl. Genau, wenn man so abends nicht schlafen gehen will, obwohl die Schlafenszeit schon lang rangekommen ist. Aber man ist ja so gar nicht müde und die Augen werden immer kleiner. Und der Kopf fällt immer mehr nach hinten. Aber man muss doch unbedingt noch was trinken. Da draußen ist doch alles so viel spannender als zu schlafen. Kennt ihr das? Ja? Und davon singen wir jetzt. Aber jetzt singen wir nämlich Ich bin müde. Wir geben es nämlich zu. Ich bin müde und ich gähne ja ganz laut. Ich bin müde und ich gähne ja ganz laut. Ich bin müde und ich gähne, ich bin müde und ich gähne, ich bin müde. Kennt ihr das auch, dass ihr früh aufstehen sollt und ihr seid noch ganz müde und ihr wollt gar nicht aus dem Bett raus? Ach, du meinst den Morgenmuffel, der sich eingeschlichen hat? Ja, den kennt ihr bestimmt auch. Ja, wenn es noch so dunkel ist und das Bett noch so schön warm, man muss ins Kalte hinaus. Die kalte Natur, die kalte Straße. Ja, da kann man dem Morgenmuffel schon begegnen. Kennt ihr den einen, diesen Gemeinen, den mit der Nase mitten im Gesicht? Der niemals missmacht, der nicht mal misslacht, der so nichts Lust hat und mit keinem spricht. Ich sag euch ehrlich, der wird gefährlich, besonders wenn man ihn ins Spiegel sieht.
auf dem Wasser, rappel, 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 rappel. So, und zum Abschluss wollen wir euch noch ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl von einem berichten. Und zwar das Gefühl der Liebe zu anderen Menschen, die man mag, zu Freunden, zu Eltern, zu Geschwistern, zu Großeltern, zu Tanten, Onkels und wen auch immer. Und über diese Liebe haben wir auch ein Lied gefunden, das heißt, wenn einer sagt. Ja, und da freut man sich doch ganz besonders, nicht wahr, Kinder? Wenn einer sagt, ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Wenn einer sagt, ich brauche dich, ich schaff es nicht allein, dann greif ich es in meinen Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. Zusammen sind wir was, dann werd ich rot, weil ich mich freu, das Leben macht dann Spaß. Tralalala, 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 tralalala. So, liebe Kinder, das war's nun schon wieder. Heute schon unsere 15. Folge zum Thema Gefühle zu Ende. Stimmt's, Fidi? Schade! Und denk dran, unseren Kanal zu abonnieren! Ja, es sind doch schon wieder viel mehr neue Abonnenten geworden. Und auch viele haben Gefällt mir angeklickt. Stimmt's, Fidi? Oh ja! Und da singe ich immer viel Fluss, Fluss, Florian! Genau! Also denkt dran, Kanal abonnieren, gerne auch Gefällt mir anklicken, wenn es euch gefallen hat. Und nächste Woche Sonntag, 8 Uhr, ist wieder Premiere, wie immer bei uns, bei Musicato. Und danach sind wir jederzeit bei YouTube nachzusehen und zu hören. Also, bis nächste Woche. Tschüss und macht es gut. Tschüss. 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 Es war so schön mit euch. Und jetzt ist es Zeit zu gehen. Tschüss. Es war so schön mit euch. Doch wir werden uns bald wiedersehen. Kinder, bis nächste Woche!